Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video von Deutsch Insomnia. Und heute bei diesem Video gehen wir die Haushaltsgeräte durch. Und nun geht's los. Und wie üblich fangen wir mit dem Wortschatz an und dann gebe ich euch ein Beispiel dazu. Der Wasserkocher. Der Wasserkocher erhitzt Wasser, um heiße Getränke vorzubereiten. Das Ladegerät, das Handy. Abends lade ich mein Handy mit dem Ladegerät auf. Das Stromkabel oder das Kabel, die Steckdose. Steck wieder das Stromkabel in die Steckdose. Die Spülmaschine. Ich räume die Spülmaschine ein und ich räume die Spülmaschine aus. Der Kuchenmixer, der Ofen, die Mikrowelle. Sie backt ihre Kuchen entweder im Ofen oder in der Mikrowelle. Der Mixer. Ich benutze den Mixer, um Milchshakes und Suppen zu machen. Der Kühlschrank. Das Obst kommt in den Kühlschrank. Der Herd. Der Suppentopf steht auf dem Herd. Und wenn es eine Bewegung gibt, ich stelle den Suppentopf auf den Herd. Die Waschmaschine und der Trockner. Die schmutzige Wäsche kommt in die Waschmaschine. Die nassen und gereinigten Wäschestücke kommen in den Trockner. Bei beiden Beispielen gibt es eine Bewegung. Aus diesem Grund haben wir Akkusativ benutzt. Die Kaffeemaschine. Der Kaffee schmeckt viel besser aus der neuen Kaffeemaschine. Der Fernseher oder das Fernsehen. Die Fernbedienung. Er benutzt die Fernbedienung, um den Fernseher einzuschalten oder auszuschalten. Der Kopfhörer und der Lautsprecher. Wenn man den Kopfhörer nutzt, sollte man die Musik leiser stellen, ansonsten schadet man dem Gehör. Der Föhn, der Haarglätter oder das Glätteisen und die Föhnbürste. Ein Beispiel, sie föhnt sich jeden Tag die Haare. Der Staubsauger und das Verb ist Staubsaugen. Er hat eine Baustelle vor dem Haus, wie in meinem Fall. Deshalb müsste er täglich seine Wohnung staubsaugen. Und fertig! Danke fürs Zuschauen und bitte vergiss nicht zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!